Moin Moin und willkommen zurück zum Iron Kerman. Nachdem wir jetzt die Duna-Mission inklusive Ike abgeschlossen haben, wird es natürlich Zeit, uns auf den Weg nach Yol zu machen. Und dafür gilt es, ein paar Vorbereitungen zu machen, und das habe ich heute mal in einem kurzen Video zusammengefasst, was ich noch alles getrieben habe, um loszufliegen. Als allererstes baue ich den Hitzeschild einmal um, denn der Hitzeschild, den werde ich brauchen wahrscheinlich, denn ich habe eigentlich vor, wenn das alles gut klappt, mit einer Aerobreak durch die Yol-Atmosphäre Delta V zu sparen und vor allen Dingen auch schneller in den Orbit einzuschwenken. Und damit das nachher möglich ist, brauchen wir auf jeden Fall vorne ein Hitzeschild. Deshalb einmal kurz mit der Grabbing Unit den Hitzeschild vorne ran. Dadurch wird dann natürlich hinten auch wieder ein Parking-Slot frei. Denn im Duna-Orbit wartet ja auch nochmal ein Tank voller Xenon-Gas auf uns. Und der muss natürlich noch ordnungsgemäß zum Schiff gebracht werden. Das ist dann quasi auch so der nächste Auftrag für die Grabbing Unit. Die hat leider nur noch ein Solarpanel durch so einen kleinen Unfall. Und als allererstes füllen wir die jetzt einmal komplett auf. Und was ich dann gemacht habe, ist noch einmal das Fuel sauber zu verteilen, damit wir eben in einem sauberen Zustand sind für die Betankung nachher. Das Ganze habe ich ziemlich stark zeitreffert, einfach um das kurz zu halten, und bin dann mit der Grabbing Unit los und bin in Richtung Duna Orbit, um mir da den Tank zu schnappen. So, einmal rüber, da hinten ist der Tank, kurzes Angleichen des Kurses, wie gesagt, alles unter ziemlich extremen Zeitraffer, damit ihr jetzt hier nicht stundenlang leiden müsst. Insgesamt habe ich, glaube ich, so anderthalb Stunden mit allen Sachen rumgedüdelt, bis ich komplett durchgetankt hatte. Und das muss man ja keinem antun. So, der Tank ist relativ banal. Das sind irgendwie so, ich weiß gar nicht, 10, 15 Xenon-Tanks, also die großen Xenon-Tanks, übereinander gesteckt mit einem kleinen Docking-Port vorne dran. Keine Steuerlogik, das war verboten vom Iron Kerman her. Das heißt, das ist wirklich ein komplett dummer Tank. Den haben wir da einmal am Anfang mit einer Rakete positionieren dürfen, um hier eben einmal nachzutanken. Das ist ja tatsächlich für mich auch die einzigste Möglichkeit nachzutanken. Und ja, jetzt heißt es mit dem Tank im Schlepptau wieder zurück in Richtung Kerbin's Pride fliegen. Dauert jetzt natürlich ein bisschen länger, weil ich jetzt ordentlich Gewicht zu ziehen habe. Und deshalb habe ich da auch, glaube ich, zwei Umläufe um Duna natürlich gebraucht, um das ordentlich zu machen. Aber dann hat das relativ gut funktioniert. Und ja, was jetzt als nächstes ansteht. Also, wenn jetzt alles fertig ist soweit und das Schiff wieder betankt ist, dann gilt es als nächstes an Yol den Planeten, als auch so viele Monde wie eigentlich irgendwie möglich, im Idealfall alle 5 zu untersuchen. Alle 5 werde ich wahrscheinlich nicht machen können, denn ich muss mir ein bisschen Sprit für die letzte Mission noch aufheben, also für die ILO-Mission. Da kann ich sonst mit meinem Lander nicht mehr viel anfangen. Und damit das geht, werde ich wahrscheinlich allerhöchstens zwei Landungen hinlegen können. Aber wir können auch ein bisschen was mit Sonden erledigen von den Missionen. Von daher gucken wir mal, wie viel es dann wirklich wird. Ich habe dann einmal die Kerbals, die noch vorne drin saßen, im Lander ins Mutterschiff reingepackt, bevor ich losgeflogen bin. Damit wir die nicht irgendwie durch irgendwelche wilden Bugs unterwegs verloren gehen oder sowas. Das wäre nämlich ein bisschen traurig. Und dann hieß es als nächstes mit der Kerman Sprite dem Tank entgegenfliegen. Und dann habe ich mich einmal von meiner Scan-Unit verabschiedet, weil in den nächsten Aufträgen ist nichts davon vermerkt, dass man irgendwie Ressourcen scannen muss. Und deshalb habe ich sie zurückgelassen, einfach um mein Gewicht ein bisschen zu senken. Da ist Treibstoff drin, falls ich die also dann doch nochmal für irgendeine Mission, eine steht noch aus, da weiß ich noch nicht, was genau kommt, brauchen sollte. Dann kann ich mir die im Zweifelsfall noch nachholen. So, dann einmal angleichen und sauber an die Grabbing Unit wieder ran mit dem Schiff, damit wir schon mal ein bisschen vorbereitet sind. Denn ich habe jetzt lieber meinen Orbit mit der Pride großgezogen, weil ich muss ja eh nachher von Ike wegfliegen, als mich komplett mit der Probe runterzubremsen, um dann wieder loszufliegen, weil das hat nicht so viel Sinn gemacht. Da fand ich es jetzt irgendwie sinnvoller, mich an die Probe ranzupirschen.
Und das hat auch soweit ganz gut geklappt. Das Schiff ist mittlerweile auch deutlich leichter, dadurch, dass ich viel Treibstoff verbraucht habe für die Landemanöver. Das ändert sich jetzt natürlich wieder mit ein bisschen mit der Nachbetankung. Und ja, dies eigentlich so banal wie einfach, denn ich bin dann quasi mit dem ganzen Tankgeschlamm einmal an die Kerbin Sprite ran. Hab das da quasi mit der Greifzange mit ein paar Problemen in den ersten Anläufen gegengetackert. Ja, wie man hier sehen kann, habe ich da ein bisschen was gebraucht, bis ich das fertig hatte. Aber last but not least war sie dann dran und dann hieß es Tanks auffüllen. Denn ich möchte natürlich diesen Erweiterungstank, den ich da jetzt hinten an der Grabbing Unit dran habe, so bald wie möglich abwerfen. Und deshalb heißt es, den jetzt als allererstes mal umfüllen in das Schiff rein. Und dann später, sobald ich auf dem Weg nach Yol den Treibstoff, der in dieser Einheit drin ist, verbraucht habe, das Ding wieder abwerfen, einfach damit es mich nicht weiter stört. Letztlich habe ich jetzt mit dem Umfüllen etwas mehr als die Hälfte des Zusatztreibstoffs mittlerweile raus. Das heißt, ich denke mal, wenn wir bei Yol dann angekommen sind, wird ein guter Zeitpunkt sein, wo ich mich von diesem Zusatztank verabschieden kann. Und bis dahin kommt der jetzt einfach an einen festen Dockingport am Schiff mit dran, damit ich die Grabbing Unit wieder frei bekomme. Denn ich habe hier den kleinen Dockingport und dafür kann ich den ja benutzen. Was ich jetzt noch gemacht habe, ist alle Tanks letztlich zu sperren, damit ich keinen Treibstoff raushaue. Und dann musste ich einmal kurz ein bisschen umdocken. Das war jetzt so ein bisschen tricky, aber letzten Endes halt auch keine allzu schwere Magie. Also quasi den Erweiterungstank von der anderen Seite packen mit der Greifzange, damit ich den Dockingport vorne ans Schiff andocken kann. Ja, war ein bisschen, wie gesagt, tricky das Manöver, war jetzt ein bisschen hin und her gefummelt, um das alles hinzubekommen, aber am Ende des Tages hat es doch irgendwie relativ gut geklappt und der Tank klemmt jetzt dort quasi an den Dockingport dran und daneben klemmt die klemmt die Grabbing Unit und ich bin jetzt unterwegs in Richtung Yol und um in Richtung Yol zu kommen, heißt es erstmal fröhlich Prograde gehen und zwar so lange, bis wir erstmal von Ike wegkommen, das war so der erste Anlauf und dann im zweiten Schwung, sobald ich wieder im Duna Orbit bin, einmal dafür sorgen, dass ich quasi auch den Duna Orbit verlasse in Richtung interplanetaren Raum, um dann mein Manöver in Richtung Yol zu machen. So, also ich bin jetzt quasi unterwegs in Richtung Yol und habe da jetzt meine nächsten Mission und die nächste Iron Kerbin Folge wird sich dann quasi mit der Ankunft an Yol und der Erforschung des Yol-Systems, das ist ja quasi wie ein kleines System mit einem Mond und einem Mond dran, befassen und ich hoffe, dass ich da auch wieder ordentlich Punkte abgreifen kann. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge vom Iron Kerbin. Mein Name ist Robert und tschüss.